Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Und zwar heute kommt wieder ein Vorstellungsvideo. Ich möchte euch etwas vorstellen. Und zwar diese beiden Huafeng-Funkgeräte. Ich hoffe, ihr habt den Namen richtig ausgesprochen. Verzeiht mir, wenn ich den Namen nicht richtig ausgesprochen habe. Aber auf alle Fälle, es geht hauptsächlich um diese Funkgeräte. Die möchte ich euch in diesem Video nun vorstellen. Also bleibt dabei, schaut es euch an. Also bis gleich. So, das sind die Funkgeräte. Ich nehme eins in die Hand. Relativ klein und kompakt. Es hat eine Reichweite von circa 3 Kilometern und ja, hier oben befindet sich der Lautstärkeregler und jetzt machen wir auf ganz laut. Daneben befindet sich dann der Kanalregler. Insgesamt gibt es 16 Kanäle. So, jetzt haben wir sie alle einmal durchgehört. Und was hat das schöne Gerät noch? Es ist relativ leicht und auch dafür, dass es so leicht ist, trotzdem sehr robust. Dann hat das Funkgerät, ich nehme mal das andere hier, um euch zu zeigen, dass es die gleichen sind, hat es hier eine Taschenlampe. Das ist der Knopf für die Taschenlampe. Die befindet sich hier oben. Ich kann die auch einmal anmachen. Ach. So, hier oben. Einmal drücken, leuchtet sie dauerhaft. Das zweite Mal drauf drücken, blinkt sie. Das ist für Notfall gar nicht schlecht. Jetzt machen sie wieder aus. So. Dann hat das Funkgerät natürlich, was es auch braucht, eine PTT-Taste. Push-to-Talk-Taste ist das nämlich. Und ja, gut an den Teilen ist, dass ich die Antenne abschrauben kann. So. Somit kann man das besser einpacken. Und wenn man es braucht, kann man es einfach wieder draufschrauben, die Antenne. Das nächste ist, man kann hinten den Akku separat rausnehmen. Das heißt, wenn man mehrere Akkus hat und gerade eins lädt, kann man das andere ins Funkgerät packen. Gut, ich kriege den Akku jetzt nicht auf. Naja, ist auch egal. Auf alle Fälle, man kann den Akku auf alle Fälle separat rausnehmen und auch nochmal aufladen. Und es ist halt sinnvoll, wenn man mehrere Akkus hat, dass man sie dann verschieden aufladen kann und immer Ersatzakkus hat. Das Gerät ist natürlich nicht nur für Privatpersonen geeignet, sondern ist es natürlich auch für Betriebe super geeignet. Zu den Funkgeräten ist natürlich noch zu sagen, dass man keinen Amateurfunkschein braucht, sondern man kann einfach das Funkgerät nehmen und drauf losfunken. Zu diesen beiden Funkgeräten gibt es natürlich noch einige Sachen dazu. Zum Beispiel, es gibt den Gürtelclip, den muss man aber extra hinten festschrauben, aber ist auch okay. Dann gibt es noch dazu Headsets, hier Nummer 1, Nummer 2 und was natürlich ganz wichtig ist, sind die Aufladestationen, dürfen auch nicht fehlen. Nummer 1
Und Nummer 2. Es gibt nichts Wichtigeres als die Aufladestation noch dafür. Eins habe ich natürlich noch vergessen. Ist natürlich logisch. Die Sicherung. Um das Funkgerät zu sichern, falls man Bergsteigen tut. Sie sind geistig behindert. Das ist alles im sogenannten Lieferumfang enthalten, wenn man sich das bestellt. Ich kann euch das ja mal verlinken. Und wenn ihr euch die auch holen möchtet, dann geht einfach auf Amazon und bestellt die euch da. Sind relativ günstig. Ich meine, die kosten um die 27 Euro. Und man macht nichts falsch mit den Dingern. Und das sind auch die einzigen Funkgeräte, ich habe mal geguckt, bei Amazon, die günstig sind und die nicht aussehen wie Kinderspielzeug. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, abonniert mich, wenn ihr mehr sehen wollt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Also, macht's gut. Bis im nächsten Video.